Norwegen ist bekannt für seine malerischen Fjorde und eher kühle Temperaturen. Doch hier in Slinde am Sognefjord liegt auf der gleichen Höhe wie Grönland und Alaska eines der nördlichsten Weinanbaugebiete der Welt. Seit über 30 Jahren wird es hier immer wärmer. Während die Gletscherschmelze dem Land auch Probleme bereitet, kann sich Bjørn-Ove Bergum darüber freuen. Wir bauen hier 55 verschiedene Weinsorten an, unter anderem bekannte Trauben wie Chardonnay und Pinot Noir. Für mich als Weinbauer ist der Klimawandel gut, denn es wird hier immer wärmer. Die Zeichen für Wein aus dem hohen Norden stehen also gut. Norwegen hat den wärmsten Winter seit Beginn der Messungen hinter sich und weil die Nächte hier im Sommer kurz sind, bekommen die Trauben am Fjord laut Bergum bis zu 40% mehr Tageslicht ab als in Frankreich.